Moin Moin und Bums, da ist er, der Donnerstag, 20. September 2012 und hier ist Ihr Quickie am Morgen mit den aktuellen Nachrichten. Gestern war es wieder soweit, in Berlin wurde die goldene Henne verliehen. Den größten Applaus bekam der polnische Freiheitsheld Lech Walesa in der Sparte Politik. Nach ihrem alkoholisierten Auftritt in der NDR-Talkshow, das begab sich Jenny Elversagen gestern um 12.11 Uhr in eine Entzugsklinik. Das Video auf YouTube wurde übrigens am Abend gesperrt. Neue Sticheleien von Karl Lagerfeld. Er sagte über die Mutter von Prinzessin Kate von Windsor, sie ist mehr sexy als ihre Töchter. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von Der Dicke wurden verschoben. Der Hauptdarsteller Dieter Pfaff begab sich gestern in eine Lungenklinik. Geburtstag feierte das Smiley. 30 Jahre ist es geworden und wir nutzen es weiterhin regelmäßig. Das Wetter hier im Sauerland heute Morgen 5 Grad Celsius und kalt. Schön soll es aber noch werden und die Sonne soll rauskommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.